Servus, guten Morgen. Wenn alles richtig mitspielt, heute steht heute die Sella Honda Runde an. 150 Kilometer, 3.500 Höhenmeter. Wettervorhersage ist ein bisschen unbeständig, deswegen schauen wir mal, ob wir sie heute so durchziehen können. Genau, sind schon auf dem Weg Richtung Brenner. Entspanntes Rollen, wie man so schön sagt. Ja, Jakob. Ja, gleich die ersten 400 Höhenmeter im Kasten von 3.5. Ja. Läuft. So, erste Stadt erreicht, St. Anton. Jetzt geht's weiter hoch. Höhenmeter haben wir. Jetzt schneit es gerade hier. Raphael hat Bock, oder? Richtig. Motivation ist da. Sehr schön. Wunderschön, geht es weiter hoch. Im Schnee. Wundervoll, gell? Schön, gell? Was sagt Raphael dazu? Ich sag dazu, mir geht's halt nicht gut. Echt? Ja. Oh, dann sind wir lieber leise. Oh, egal. Aber grinse kann er noch, also alles gut. 400.000 Grad, ey. Was sagen Sie, Herr Junghans, dazu? Ich sag dazu einfach weitertreten. Weitertreten. Also, das ist heute die Devise. Gut. Machen wir so. So, kleines Statement. Wir brechen ab, fahren jetzt wieder Richtung Bozen runter. Ist einfach zu kalt, auch für kurze Handschuhe. 33 Kilometer. Sella würde rechts gehen. Wir fahren links wieder runter. Ja, ist krass. Ist vernünftig heute, genau. Bringt nichts. Müssen wir ein anderes Mal fahren. Aber bei dem Wetter hätte es jeder abgebrochen. Da bräuchte ich die tiefsten Winterklamotten und Spaß macht es überhaupt nicht. Also wir haben jetzt schon nach 4 Kilometer Abfahrt, haben wir nur noch gefroren und bringt nichts. Genau. Also, wir melden uns später wieder. Yay, wir sind daheim. Ohne Scheiß. Wir haben es überlebt. Also es war ohne Scheiß, ich glaube, das war die schlimmste Abfahrt meines Lebens. Ich habe mich nur gefroren, ich habe wirklich gezittert. Man musste gucken, dass ich den Lenker noch halten kann und alles. War richtig froh, als wir unten waren, aber unten war halt dann kein bisschen besser, weil wir komplett durchnässt waren. Sind da gefühlt irgendwie die ganze Zeit 300 Watt plus gefahren. Wir haben gar nicht mehr nachgedacht, ey, wir wollten nur noch nach Hause. Jetzt haben wir es geschafft und jetzt erstmal warm. Heiß duschen. Ganz, ganz wichtig, ja. 3 Stunden 16 im Regen und Schnee. 70 Kilometer. Genau. Erstmal speichern. Frischen Autoschlüssel. So, jetzt nochmal kurz in Ruhe. Das war jetzt tatsächlich nichts mit der Sella Honda Runde. Wie am Anfang schon gesagt, war das Wetter ja recht wechselhaft. Und da war das einzig Vernünftige, was wir machen konnten. Abzubrechen und runterzufahren, da konnten wir recht gut. Dann nach der einen Abfahrt links Richtung Bozen zurück, waren dann 30 Kilometer leicht abfallend. War dann dort aber auch dann im Regen echt kalt. Da haben wir dann ordentlich drauf gedrückt, damit einfach die Beine nicht kalt werden oder beziehungsweise wieder warm werden. Und meine Fingerkuppen sind echt eingefroren gewesen von der Abfahrt, die dann noch auf Schneefallhöhe war. Das war echt
ein heftiges Ding. Genau, jetzt heißt es erholen und dann geht's weiter. Im kommenden Video mache ich dann mal so eine kleine Trainingslager-Auswertung, wie die komplette Woche war. Genau. Servus. Ciao.